He came like a meteor that landed. It was an explosive experience. In the concert, he went absolutely berserk. And he just made my heart explode. My first reaction was, where have you been? Why don't we see this guy all the time? Ich sehe in sein sehr ausdrucksvolles Gesicht und versuche zu lesen, nicht nur an den Händen, was er empfindet in diesem Augenblick. Er ist ja dieser Ruhepol und gleichzeitig strahlt er wie so ein Kung-Fu-Meister eine unglaubliche Energie aus. His conducting in those moments, for me, it's kind of revolutionary. And I've played this many times in other places where it sounded just like Hollywood music. In this case, there's a huge well of emotion that we're, you know, we're plugging into the source somehow. Und nur so nimmt dann der Höhepunkt diesen pathetischen Dimensionen, weil man eben unnachgiebig dahingegangen ist. Man konnte es nicht vermeiden, man ist einfach dahingegangen. Das Unvermeidliche kommt nicht, du kommst. Und das ist, was wir jetzt erleben. Die sechste Tschaikowski war unglaublich gut. Und da kommt wieder sowas, was vor urlangen Zeiten mit dem Karajan auch war. Man riskiert so viel wie möglich. Wenn mal was schief geht, mein Gott, dann geht mal was schief. Aber man hat die Chance, dass was entsteht, was man nicht wieder machen kann. Man muss es riskieren. Das Allerspannendste für uns ist natürlich, einen Menschen gefunden zu haben, wo die Chemie auf ganz außergewöhnliche Weise stimmt. Ich glaube, dass diese Mixtur der menschlichen Eigenschaften, die er so zeigt, genau passend sind. Und das ist auch der Grund im Orchester gewesen, wo die gesagt haben, Mensch, mit dem macht das Spaß. Die Sache seriös machen und trotzdem Mensch dabei bleiben, ist immer das Beste. Ich glaube, das kann er. Die Berliner Philharmoniker haben mit großer Mehrheit den Generalmusikdirektor der Staatsoper München, Kirill Petrenko, gewählt. Er hat in einem anschließenden Telefonat mit mir die Wahl angenommen und wörtlich gesagt, ich umarme das Orchester. Ich hatte das Gefühl, dass die Musiker mir in meinen Intentionen bereit sind zu folgen, auf eine ehrliche Art und Weise. Und man möchte eigentlich auch den Musikern eine Art Bestätigung geben, ein bisschen, ja, ich bin es, und sie wirklich mitnehmen. The most wondrous thing about Kirill Petrenko is that he makes us function together. So we just do it, but we just do it together. And that's a huge difference, because that means we have the same effort going in the same direction, so we can really achieve things musically. Da sitzen ja jetzt nicht nur 130 Kollegen bei den Berliner Philharmonikern, die irgendwie XYZ heißen und irgendwie Cello, Bratsche oder Trompete spielen, sondern da sitzt auch die gesamte Geschichte des Orchesters.
Und diesen Respekt und diese Hochachtung, die bringt er in sein Amt mit. Und das transportiert er jedem Einzelnen. Diese Eindeutigkeit des Klanges der Berliner Philharmoniker, den es mal gab, dann konnte man das Radio anmachen, hat sofort gehört, okay, das sind die. Ich glaube, das ist sein geheimes Ziel oder Wunsch, dass er das machen möchte. Ich glaube, diese Zusammenarbeit ist wirklich sehr viel wie auf dem Fußballfeld, der Coach und die Spieler. Wir haben kein Gegner sozusagen, aber wir kämpfen gegen uns selbst, wenn wir uns nicht dem Geist der Komponisten annähern. Man hat nie das Gefühl, dass sich da jetzt irgendwie so ein Stempel Petrenko aufdrückt, sondern man macht es für einen Grund und dann ist es auch sehr einleuchtend und man macht es dann auch viel lieber eigentlich. You don't have to have a big ego on stage. In fact, it probably gets in the way of achieving musical aims. So you can be modest and still have the maximum musical authority. Wenn es etwas gibt, was ihn auszeichnet, ist, dass er eigentlich es anders macht als alle anderen. Er traut sich, Dinge von uns zu fordern, die kein anderer von uns fordert. Und trotzdem bleibt die Stimmung gut. Also es ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, was da passiert, sondern es ist auch ein unglaublicher Druck, ein künstlerischer Druck und ein persönlicher Druck, mit dem man umgehen muss. Und das, was er tatsächlich schafft, ist, diese Probensituation und die Aufführungssituation so miteinander zu verbinden, dass man in einer Probensituation die Sicherheit gewinnt, alles machen zu können und in einer Aufführungssituation die Freiheit gibt, diesen Druck nicht spüren zu lassen. Auch dafür ist ein Dirigent da. Was dann als letzter Baustein dazukommt, im Konzert legt er einfach noch eine Schippe drauf. Das kann er. Und viele können das nicht. Das, was nach hinten geht, vom Rücken des Dirigenten ins Publikum, ist natürlich auch total entscheidend. Also er schafft es tatsächlich, nach vorne und nach hinten zu strahlen. Und da ist er halt einzigartig. It's not going to be the kind of thing where the concert ends and everyone stands up and goes, ah, bravo, bravo. But they don't know why. Instead, it's going to be the long, deep, appreciative, contemplative applause that knows that something inside has changed. For now, it's like a marriage. And at the beginning of the marriage, it's always a honeymoon. So all we can say, it's really something you've just got to experience. Es könnte durchaus sein, dass wir mit ihm eine Reise machen, die so noch niemals da war. I can't predict how Kirill Petrenko will develop our sound over the next 5 or 10 years. But I would say we're returning to something in our sound. And the sound is in us, and it will be in the air.